Cardano bekommt ein massives Upgrade. Das Cardano-Team hat bekannt gegeben, dass das Chang Hard Fork Upgrade am 27. August im Mainnet live gehen soll. Das Chang Hard Fork ist Teil der Voltaire-Ära, dem letzten Abschnitt der Cardano-Roadmap, und zielt auf community-gesteuerte Governance ab. Charles Hoskinson, Gründer von Cardano, sieht das Upgrade als wichtigen Schritt in Richtung vollständiger Dezentralisierung. Das Upgrade könnte Cardano Wettbewerbsvorteil im Skalierungskrieg verschaffen. Hoskinson hatte erst kürzlich 1 Million US-Dollar Kopfgeld für das Hacken einer Paper Wallet ausgesetzt. Investoren reagierten positiv auf die Ankündigung. Der ADA-Kurs stieg auf 0,358 US-Dollar, ein Plus von 4,17%. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen, abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.